kräftig getränkt. Ein alter Aberglaube der Bremer, auf nassem Geläuf haben sie bisher ihre besten Spiele gemacht und darum lassen sie es auch bei schönem Wetter regnen. Werder erstmal weiter ohne Andreas Herzog. Trainer Sitka wollte ihn nach seiner Verletzung noch nicht über volle 90 Minuten bringen. Der Tabellenführer mit personellen Änderungen, Basler und Helmer, fielen krank oder verletzt aus. Dafür kamen Linke und Salihamidzic zum Zuge. Und die ersten Versuche der Gäste, Jeremies. Auf Effenberg, der keinen Sonderbewacher hatte. Traumpass auf Elber und Frank Rost. Erste Ansätze von Spielkultur, da waren gerade mal 6 Minuten vorbei. Schauen Sie gleich mal auf Elber, wie der zur richtigen Zeit in den freien Raum startet. Hier, da schüttelt er Wiedner ab. Und dann hätte er nur noch in die rechte Ecke zielen müssen. Dann wäre die frühe Führung perfekt gewesen. Ein schönes Spielchen, das sich da gleich von Beginn an entwickelte. Und dazu trugen beide Seiten in etwa gleich viel bei. Die Bremer mit Frings. Dann Eils. Weiter auf Bode. Eils läuft weiter nach vorn und wird von Bode bedient. Die Idee war schon richtig. Dieter Eils plötzlich vor einem Angriff, da ist er auch nur, wenn er dazu gezwungen wird. Marco Bode tat dies auf geschickte Art und Weise und dann der Heber, dem nur die Genauigkeit fehlte. Wolfgang Sitka, er trieb sein Team an, die Faust als Motivationshilfe, aber die Bayern, die waren auch noch da. Eine erstaunlich faire Partie bisher, wenn man die besondere Rivalität der beiden Clubs mit berücksichtigt. Jeremies ist da schon wieder gegen Bode, setzt sich durch und Rost. Ein sicherer Schlussmann und Jens Jeremies bisher der auffälligste bei den Gästen. Eckstoß Rumbiak auf der anderen Seite. Babbel war dazwischen, doch die Bremer, sie setzen nach. Wieder Rumbiak. Satter Antritt und Oliver Kahn. Aus Spitzenwinkel geht nicht viel bei Deutschlands Nummer 1. Lothar Matthäus, der Gegenspieler von Rumbiak, und der sieht da gar nicht so gut aus. Fast spielend läuft Bremens Neuzugang da dem Hoffnungsträger von Erich Ribbeck weg. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, das war nicht die Regel heute. Weiter Werder. Rumbiak, sehr präsent heute. Seine Flanke, Kahn dazwischen, Maximow. Sofort draufgehalten und so nebenbei glänzte er auch noch mit klugen Anspielen. Der Star aus der Ukraine mit einer guten Leistung. Oliver Kahn, da wusste er einen Augenblick nicht, soll ich fangen oder soll ich fausten? Und das ist dann die Folge. Knapp eine halbe Stunde inzwischen vorbei. Die Partie stand jetzt so ein bisschen still. Hitzfeld sah das wohl ähnlich. Maximow dann auf Marco Bode. Aber es ging nicht vorwärts bei Bremen. Irgendein Münchner stand ihnen immer im Weg. André Wiedner. Da hat er die Möglichkeit. Salihamidzic hatte verpasst. Und immer wieder Olli Kahn. Da musste er ganz schön lange Finger machen. André Wiedner war heute eigentlich dritter Manndecker. Er spielte gegen Salihamidzic. Aber er hatte Zeit für solche Offensivarbeit. Gefährlicher Aufsetzer war das. Das sind Bälle, die Torhüter hassen. Michael Tarnath hatte in der Woche noch seine Situation beklagt. Es half ihm nichts. Er musste wieder auf die Bank bei den Bayern. Und Werder von hinten heraus. Bode, Jeremies dazwischen. Immer wieder Jeremies. Der hatte bis heute. Man merkte, dass der ehemalige 60er seine Chance nutzen wollte, um sich auch für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Wieder Jeremies. Da ist er gleich wieder. Kurzer Antritt. Vorbei an Vicky und drauf. Sehr stark im Zweikampf und dann schon sein zweiter guter Distanzschuss. Der Mann fiel auf heute Nachmittag. Die Bremer hatten ihn aber als Offensivkraft auch gar nicht so auf der Rechnung. Das haben sie eben gesehen. Keiner kümmerte sich. Hitzfeld wollte sein Team nach vorne pfeifen. Er forderte mehr Vorchecking und es sollte funktionieren. Effenberg, Ball abgefangen. Und nochmal in die Spitze auf Elber gegen Rost und dann Traris kurz vor der Linie. Da waren Ähnlichkeiten zur ersten Chance der Bayern unverkennbar. Ausgangspunkt wieder Effenberg. Das hier ist der Retter, das hier ist der, der vollstrecken wollte. Aber der Blonde,
Der gab den Pass. Dann die Variante von Elber vorbei an Rost. Und der Abschluss, der wäre hier mit ein bisschen mehr Überlegung erfolgreicher gewesen. Promi-Parade zur Halbzeit. Kalle Rummenigge und Uli Stielicke, der für seinen Teamchef beobachtete. Er sah einen guten Bode bei Werder und zwei Bayern, die herausragten, bisher Jeremies und Linke. Der dagegen, Ali Dai, er brachte noch nichts zu Wege. Eckstoß Bayern, Rost verpasst und Rumjagd. Ein guter Kauf der Bremer, der hat sich schon bezahlt gemacht. Das Spiel jetzt wieder temporeicher, die Bayern mit spielerischen Vorteilen. Ali Dai. Salihamidzic war das. Zum ersten Mal in der Bundesliga fingen die Bayern mit vier Ausländern an. Dann aber der Konter übereilt. Er hat Platz, er kann marschieren. Auf Marco Bode. Was soll er tun? Draufschießen natürlich. Und Oliver Kahn. Es waren alles nette Bemühungen, aber den Bremern fehlte, das zeigen solche Schüsse auch, ein echter Strafraumstürmer. Bogdanovic, der Neueinkauf, war heute verletzt. Bode zieht da einfach mal ab. Strunz ist sogar noch am Ball. Und der Münchner Schlussmann in jeder Situation die richtige Reaktion. Nach dem Seitenwechsel konnte man zunächst den Eindruck haben, als wollten beide Teams dieses 0:0 festhalten. Aber das währte nur kurze Zeit. Die Bayern machten sich jetzt immer mehr bemerkbar. Salihamidzic wird von Wiedner zu Fall gebracht. Der Bremer machte seine Sache ansonsten ganz gut. Nur jetzt wurde es gefährlich. Freistoß. Stefan Effenberg. Babbel. Und Frank Rost. Bei Standards war Markus Babbel immer vorn. Heute aber kriegte er das Köpfchen irgendwie nicht richtig an den Ball. Unglaublich, wie der Münchner sich da aber aus einem Knäuel von vier Bremern lösen kann. Das war schon fast fahrlässig von der Decke. Knapp 70 Minuten gelaufen. Und die Bayern. Sie wollten es noch einmal versuchen. Auswärts bisher ohne Gegentor. Auch heute standen sie hinten sicher. Das sehen Sie daran, dass die Bremer keinen Weg fanden, um durchzukommen. Stattdessen an so etwas. Gegenzug über die linke Seite. Ali Dai und Jens Dott. Mit einem Querschläger, bei dem manchen Bremern der Atem stockte. Dott zum ersten Mal nach seiner Sperre übrigens wieder an der Bundesliga dabei. Schön geflankt. Und sowas passiert dann auch ehemaligen Nationalspielern. Gott sei Dank für Werder ein Panzer ohne Folgen. Der Eckstoß von Effenberg. Lisa Razou auf Elber, der schiebt ihn ins Tor. Aber da war ein Pfiff. Schiedsrichter Berg gab den Treffer nicht, was Riesenproteste bei den Münchnern auslöste. Völlig aufgebracht waren sie da. Sie liefen zum Assistenten. Der gute Mann hatte nämlich eine Abseitsposition ausgemacht. Und das wollten die Bayern nicht wahrhaben. Sie hatten recht. Bei der Flanke von Lisa Razou stehen Rost und Rumjagd noch weit vor Giovane Elber. Also, das war ein völlig korrekter Treffer, der den Bayern da verweigert wurde. Insofern ist der Unmut des Spitzenreiters total zu verstehen. Elber holte sich noch die gelbe Karte ab. Und selbst den sonst so ruhigen Ottmar Hitzfeld hatte es nicht mehr gehalten. Der Assistent mit dem Blackout bekam eine Ermahnung. Weiter 0:0 und Andreas Herzog kam, der Hoffnungsträger, sein Bundesliga-Comeback nach langer Verletzung. Und es schien, als sollten die Bremer dadurch einen Schub erhalten. Bayern plötzlich unter Druck. Abgewehrt von Linke. Dann kommt Travis. Hinein in den Strafraum. Jens Dott. Jetzt stand das Spiel auf des Messers Schneide. 5 Minuten vor Schluss, dann endlich Einsatzzeit für Michael Tarnert. Er durfte ran. Und die Bayern machten nun klar, ein Unentschieden reichte ihnen nicht. Das war Tarnert. Auf Strunz. Rechts mit viel Platz. Und Giovane Elber. Super Tat von Rost, der nun immer mehr zu tun bekam. 19 Schüsse bisher auf sein Tor. Strunz im Stil von Basler und dann der Brasilianer. Ein Tor zurückgepfiffen, 3 klare Chancen vergeben, bisher nicht sein Tag. Ecke Effenberg, der in der zweiten Halbzeit stärker wurde. Linke mit dem Kopf, Elber und da ist das Tor. Dieses Mal zählte es. 0:1 in der 87. Minute. Der 20. Bayern-Schuss, gleichzeitig auch der letzte in diesem Spiel und der war's.
die Wiederholung. Eilt, so scheint es, wird da noch ein wenig geschoben von Elber. Clever den Weg freigeräumt. Tja. Aber es war clever gemacht, sofort reagiert, drin das 0:1. Und am Strich ein verdienter Sieg für die Münchner. Da machte auch Ottmar Hitzfeld dann richtig Alarm. Freude bei Uli Hoeneß, mit Uli Hoeneß zusammen und natürlich auch bei den Spielern. Sie sind weiterhin ohne jeden Punkt verlust. Viele Versöhnung auch mit dem Assistenten von Ottmar Hitzfeld. Reaktionen eingeholt von Markus Hitzfeld und Rainer Bachs. Ich bin ganz sicher nicht zufrieden gewesen. Das hat ganz sicher einen falschen Eindruck. Dann